Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf dem NatureBaits YouTube-Kanal. Ich sitze heute in Hanau im Büro am Platz des Mittagstisches, wie ihr ja unschwer am Hintergrund erkennen könnt. Heute treffe ich mich am See mit meinem Filmpartner und wir testen einen Baggersee, von dem wir wissen, also wir haben dort schon geangelt, ich kenne den See auch ganz gut, wir haben dort schon ein Wintervideo aufgezeichnet, hier oben, bing, seht ihr den Link dazu, falls euch es interessiert. Jetzt kommt natürlich hier auf der anderen Seite gleich die Frage, warum ist der Brauns denn erneut an einem Gewässer, an dem er schon war? Das möchte ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen einleiten, bevor wir mit dem eigentlichen Video beginnen. Interessiert euch ja auch immer so ein bisschen das Drumherum um unsere Firma. Es fällt mir momentan immer schwerer, Videos in diesem Style an Gewässern zu machen, die öffentlich zugänglich sind. Ob es jetzt am Fluss ist oder am See irgendwo. Das Problem ist einfach, dass die Plätze, die wir beangelt haben, auch wenn wir sie noch so zufällig ausgewählt haben, teilweise einen Kultstatus erreichen und viele Karpfenangler einfach dorthin fahren. Manchmal habe ich den Eindruck, gar nicht mehr in der Absicht, was zu fangen oder wirklich im Hobby nachzugehen, sondern nur, um wirklich mal dort gesessen zu haben. Ja, das ist mir natürlich bewusst. Viele werden jetzt hier, jetzt haben wir alle Ecken durch, hier unten gleich drunter schreiben und sagen, ach Diggi, mach dich doch nicht verrückt deswegen. Es ist doch so, machst coole Videos und ein paar gibt es halt immer, die das begeistern. Genau, der Sache bin ich mir bewusst und deswegen jetzt hier in der Ecke unten, um alle vier Ecken abzuschließen, ne, vom Viereck. Nur mal kurz die Info vorab, dass wir oder ich mir deswegen einfach jetzt mal auch das Leben wieder mal ein bisschen leichter mache und sage, komm, wir gehen an ein privates Gewässer oder wie auch immer. Und selbst da werden im Nachhinein wieder irgendwelche Schlauberger auf die Idee kommen und Angelkarten fordern von dem Besitzer des Gewässers, der natürlich da überhaupt nicht drauf reagiert. Trotzdem werden es wieder welche probieren und genug andere werden sich jetzt an den Kopf greifen und sagen, wie kommt man eigentlich auf die Idee, sowas zu machen. Der See ist etwas kompliziert im Sommer, also wir waren im Winter ja schon mal recht erfolgreich dort angeln. Im Sommer war ich noch nie dort, weiß aber von Max, im Sommer hat man halt relativ viele Welsbeifänge. Ne? Das wäre wohl so an dem See, interessiert ja sicherlich auch viele Kunden von uns oder auch Zuschauer. Wels-Videos sind ja durchaus populär. Wir versuchen jetzt kein Wels-Video zu machen, aber wir haben uns jetzt im Vorfeld mal die Question gestellt, was passiert eigentlich, wenn wir da jetzt mal vorfüttern gehen heute? Wie viele Wälse werden tatsächlich Zugang zu unseren Ködern finden und fangen wir denn auch Wälse? Und genau das ist auch Inhalt des ganzen Programms, dass ihr das auch mal seht, wie manchmal Wälse, weil viele, ich kriege immer wieder Fragen, um das auch nochmal einzubauen, ja, hey, ich würde gerne mal einen Wels mit Bollies fangen, so und so und dies und das. Also ich habe da noch keine Regel gefunden, wie man die Wälse nicht fängt und ich habe auch noch keine Regel gefunden, wie man sie fängt. Der Wels ist da relativ intuitiv, sage ich immer. Wenn er bissig ist, ist er bissig. Wenn er nicht bissig ist, ist er nicht bissig. Wir fahren heute Abend um 18 Uhr auf den See mit dem Boot und füttern das Ganze vor, nehmen das Echolot mit, werden die altbewährten Spots vielleicht schon ein bisschen befüttern. Mal gucken, was wir sehen. Da seid ihr dabei. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video und in diesem Sinne, wir sehen uns am Wasser nachher. Bis dann. Ja, Jungs, 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 wie angekündigt. Gute. Da ist er, der Meister. Alles klar? Ja, sicher, Freundchen, sicher. Genau, wie angekündigt heute im Büro, der Max und ich hatten es bei uns auf die große Tafel geschrieben. Wir wollen ein Summer-Style-Video machen. Schön warm soll es sein und kein Schatten. Ja, da wo wir damals im Winter geangelt haben, wollen wir einfach genau das Gegenteil machen. Diesmal statt minus 10 Grad plus 40 Grad. So, das war der Plan. Er ist nicht ganz aufgegangen, weil es ist jetzt abgekühlt und nur noch 30 Grad. Ja. Ja, wie ich es ja auch schon gesagt habe vorhin im Büro, ist, dass hier so eine kleine Herausforderung stattfinden wird. Und zwar, die Herausforderung heißt, schaffen wir es, einen Karpfen zu fangen oder bleibt es bei Wels? Aber wir haben es ja auch immer in unserer Publikumsumfrage mitbekommen. Ne? Es sind ja auch viele Karpfenangler dabei, die sich freuen, wenn sie einen Wels fangen. Wir haben deswegen jetzt heute, haben wir beschlossen, wir sind ja eigentlich so zwei Welshasser. Ne? Welsesser, aber Welshasser. Bist du Welsesser? Das schon, ja. Genau. Also, aber wir sind immer so ein bisschen unerfreut, haben wir ja gewirkt, wenn dann mal so ein Wels in Anführungszeichen Glattmann gehakt war. Und haben da immer rumgehaust und so, ja, weg mit dir, du Biest und so, weißt du, das war meistens auch gar nicht zu sehen in den Videos, wenn wir so einen Wels hatten. Diesmal haben wir gesagt, weil doch viele Leute sich dafür interessieren, dokumentieren wir auch den Welsfang, der wie hoch ist? Sehr hoch. Das heißt, bei so einer Session, wie wir sie machen, drei Nächte machen wir, ne?
Ja, 2, 3 Nächte. Genau, morgen ist Dienstag, bis Donnerstag haben wir so ungefähr. Ja. Ne? Was meinst du, wie viele Wälze sind denn bei dem Wetter drin? Also ich hoffe, dass nicht mehr wie 5 werden. Ja, okay. Also wenn wir es so ankündigen, beißt keiner. Meistens so, ne? Ja, nee, auf jeden Fall. Wir haben diesmal vor, euch jetzt gleich hier ein bisschen nochmal wieder mal wie immer auch die Futtertaktik zu zeigen. Wir nehmen die Kamera mit ins Boot, geben uns diesmal ein bisschen mehr Mühe als sonst. Danach bietet sich natürlich nichts mehr an, als werbeträchtig unser Teufelszeug in Szene zu setzen. Na, das natürlich auch für Wälze als Vorfach wunderbar geeignet ist, vermute ich mal. Ja, kriegst du nicht so einfach kaputt. Jetzt geht's los. Wir schaffen den Karnachen runter hier durch die Prärie. Alles ist auf gut Deutsch gesagt fotztrocken. Wirklich wahr. Ich musste hinter Max 20 Meter Abstand halten, sonst hätte ich nichts mehr gesehen. Und dann heißt es Futter Marsch, Platz speichern und Liebe geht raus. Wir sehen uns gleich im Boot. Wir haben Dosenmais-Edges. Der geht, jawohl. Deckel lassen wir alle hier, die brauchen wir nicht. Hä? Wir haben Dosenmais-Edges. Wir haben Senior Spice. Wir haben ein paar schöne, nochmal Senior Spice. Ah ne, das sind Dickmittel. Senior Spice. Und wir haben noch einen ganzen Eimer mit 30er GLM, die weg müssen. So, jetzt fehlt der Max noch. Kannst du durchlaufen, guck mal. Da habe ich ganz früher drauf geangelt. Naja, klar. Trocken. Ja, wir haben im Winter geangelt drauf, ne? Halb so. Ne, nicht ganz, oder? Das, was das Schlimme ist, ich glaube, das wird nie mehr kommen, das Wasser, ne? Meinst du? Nee. Meinst du, Regen bleibt jetzt aus bei uns? Bis das wieder so voll ist, dass da ein Fisch drüber schwimmen kann, da muss es ja unendlich viel regnen. Mit der 80, das tue ich mal abspeichern, ne? Ja. Heute gibt es die Edges-Mahne. Ja, der Vater hat sich mal selbst gerollt. Womit fangen wir an? Hier einfach mal ein paar rein, ne? So. Die Edges habe ich halt genommen, ne? So ein bisschen, dass man ein bisschen was streuen kann. Die müssen auf jeden Fall hier auch rein, hier die Dinger, ey. Ja, Friends, was geht? Also, ganz kurze Taktik. Wir füttern heute an. Ne? Es fliegt auch mal ein bisschen was rein. Ich meine, an dem See hier, da ist guter Fischbestand und hungrige Biester sind auch da. Nicht nur, wie wir es ja schon gesagt haben, Karpfen, sondern auch Wälze. Und deswegen ist der Plan, wir machen mal 10 Kilo rein. Ne? Also, was haben wir gefüttert? 30er GLM-Boilies, hatte ich noch ein paar übrig, die müssten weg. Dann habe ich einen 3 Kilo Eimerchen dicken Mittel. 24er, 20er und 16er gemischt. Dann habe ich dazu, wir füttern das jetzt alles auf allen Stellen, also das ist einfach eine geile Mischung. Da kann man nachher auch guten Gewissens auf jedem Platz mit irgendeinem Köder angeln. Da denkt ihr mal, alles muss ja alles sortenrein sein. Nee, das ist doch mal eine schöne Mischung, ist immer safe und passt auch gut zueinander. Und ich habe ein Eimerchen mit Senior Spice zusammengestellt. Und alle diese Köder haben wir mit dem Bait-Aktivator jetzt schön richtig Bolli-Aktivator zusammen angemacht. Schön glitschig die ganze Sache. Und ja, lockt auf jeden Fall mega. Wir werden schauen, was die Wälze zu unserer Boilie-Mahne sagen. Der Max hat schon Angst zu angeln. Der hat gesagt, oje, Bräunzchen, wir werden nur Wälze fangen. Ja, dann ist es so. Dann gibt es halt mal ein Wälz-Video, ne? Und glaube aber nicht dran. Es geht auch um Karpfen.
Egal, auf jeden Fall, das war so das Thema. Dann hatte ich noch hier so ein Restekram, das war so von unserer ersten Versuchsrunde Dosenmais-Edges. Ne? Da hatte ich damals so für mich, also für die Produktion mal, ich glaube 15 Kilo gemacht, bevor wir die Dinger ins Programm genommen haben. Die hatte ich jetzt hier noch rumfliegen. Jetzt ist jetzt der Rest, da füttere ich jetzt auch mal ein bisschen was mit an. Und ich glaube, das passt ganz gut zur garstigen Welsfraktion. Ne? Vielleicht haben sie ja doch keine Lust drauf, die ganzen kleinen Dinger alle einzusammeln. So der Plan. Let's go. Also, weiter geht's, oder? Reicht ja. Hier, hä? Huh? Ja, auf jeden Fall mega nice. Kriegt mal Bock zum Angeln. Das hier. Ja, ich sehe das ganz anders, der Hase zum Beispiel. Ja, aber das liegt ja nicht hier. Da, das Ding meinst du. Das ist die längste Uferkante. Guck mal, jetzt geht's runter und hier haben wir immer geangelt. Siehst du das? Jetzt geht's runter auf 6 Meter. Das war nur ein Meter tiefer früher. So, hier sieht man, Plateau ist gefunden. Wie vom Max vermutet, ist es mitten draußen. Uferkante, Plateau und rundherum wird es tiefer. Ne? Zwischen, und wir füttern jetzt hier um das Plateau und oben drauf. Wird mir ganz juttig immer bei sowas. Alter, bist du an so ein Scheißding endlich mal reagiert, ey? Hä? Ja, ey, guck, fährst du wieder zu weit dahin lang. Das ist scheiße, wenn man keine Haarboje mitnimmt. Ich könnte mich da wieder so über mich selbst ärgern. Ich habe alles dabei, nur diese f***te Boje nicht. Die liegt da oben im Bus. Ich fahre jetzt gleich eine holen und dann geht's erst wieder hierher. Nur ein leerer Eimer ist ein guter Eimer, ne? Machen wir es mal so, wie immer, der Brauns predigt immer die Lehre, man soll nicht viel füttern, heute hat er mal reingehauen. Heute haben wir mal einen gegönnt. Das muss auch mal sein. Man kann ja nicht immer nur geizen und die armen Fische hungern lassen. Nee. Bei den Temperaturen müssen die Fische auch mal auf den Grillabend. Ja. Oder? Wir grillen immer das dicke Bauchfleisch und die Karpfen kriegen nichts. Heute können sie auch mal auf den Grillabend. Schön hier Buffet. All you can eat. Genau. Mit Soße, schön Chili, scharf haben wir auch dabei. Senior Spice. Und für die Gönner und für die, die gerne essen, die holen sich dicke Mittel. Klar. Am Automat. Die Kenner. Kenner. Ich fahre jetzt gleich an den Automat und zieh mir was, Meister. Sehr vernünftig. Ich mach schöne Story dazu. Sehr vernünftig, noch besser. Ja? Krieg ich da Rabatt? Ach klar. Wie so Testangler, weißt du? Ja, ja. Rabattcode Bräunzchen gibt's 10%. Ja, sag mal ehrlich, genau. Wenn ich jetzt bei dir esse, ich bin doch ein, guck mal, bei mir kommen ja die Leute immer und sagen, ich bin ja ein bekannter Mensch und kaufe bei dir Bollies, dafür kriege ich doch einen guten Preis. Na, wenn ich jetzt ein bekannter Mensch bin und bei dir Fleisch esse, kriege ich doch bestimmt auch alles umsonst. Ja, umsonst. So, ich nehme die leeren Eimer mit hoch, ne? Runtergetragen hat sie der Brauns, hochgetragen tut sie der Max, wenn nichts mehr drin ist. Soll ich wenigstens zur Fairness Wasser reinmachen? Sag mal, hast du es noch alle, oder? Soll ich zur Fairness Wasser reinmachen? Ich sag's euch, ey. Ihr macht mir was mit, du. Ah ja. Kämpft bis nicht hier rum vor der Nachtschicht. So, Männers. Alles ist gefüttert. Das Bauchgefühl ist gut. Und ja, auf jeden Fall wird es hier eine hartstaubige Angelegenheit. Letztes Mal hatten wir hier Schlamm und Frost. Diesmal haben wir Staub wie in der Sahara und keine Sonne. Kein Schatten. Genau, kein Schatten. Ich bin schon ganz ausgedörrt. So, jetzt geht's heim. Ich fahre jetzt zu Max an der Geschmacksquelle, ziehe mir noch was zum Grillen für nachher daheim. Und wir sehen uns morgen beim Auftackeln. Heute ist Dienstag. Gestern waren wir füttern, ihr habt's gesehen. Wir haben gerade überhaupt keine Gelüste mehr zum Filmen, weil wenn du so bei 32 Grad ohne Wind und ohne Schatten alles auftackeln musst, da könntest du die Kameraausrüstung einfach so in den See werfen. Weißt du, so leckt mich alle am Arsch, zocke ich mich auf den Sattel, trinke erstmal eine kalte Schuppe und die Angeln, die kommen eh schon mal nahe, wenn es dunkel wird. Guck dir den Planet an, Junge, er brennt. Er senkt uns den Hals runter. Und wir sollen jetzt hier die Show machen mit Rigbinden. Im Staub. Nee, machen wir schon noch. Juti, also wir bauen jetzt mal den ganzen Scheiß auf hier und gucken, dass wir irgendwann mal die Angeln da liegen haben. Max, was meinst du? Der erste Wels beißt wann? 10 Uhr. 22 Uhr. Nee, ich glaube eher, ja doch immer so dem Dämmern. Ne?
Der Match schon um 9:30 meist. Frohes Schwitzen, aller Mann. Boah, Junker, in der texanischen Steppe hier. Gibt's mal wieder ein Kescher-Battle. Meinst du? Ja, was ist besser? Ja, mein runder oder mein eckiger? Ja, der ist ja letztes Mal schon weggefahren, da das Problem. Diese Riesendiskussion hier im Netz. Ist doch der Hammer, was da abgeht. Und mal rund. Sind jetzt ganz verbissen. Alles außer rund ist scheiße. Aber ich habe auch keinen runden. Du hast ja auch keine Monetas. Stimmt, ja. Du bist ja auf Arm angelehnt. Das stimmt, ja. Ich eben erschrocken, ey. Warum? Ich bin ja, du hast dir was getan. Ich komme nur nicht mehr raus, glaube ich. Junker Jörg. Boah, der Shit, ey. Oh, schönen guten Abend. Meint ihr, müsst schon mal zum Friseur langsam wieder, oder? Die Routen liegen. Der erste Eindruck vom Abend, mega nice, ne? Wie man es sich vorstellt. Ruhe kehrt ein, die Hitze ist weg. Alles ist aufgebaut, die Routen liegen. Wir haben sogar, wie man da hinten sieht, Vollmond, ne? Oder? Naja, fehlt noch ein kleines Eck. Also übermorgen ist Vollmond, aber wir werden, so wie es aussieht, den Vollmond hier voll mitnehmen, Digga, geil. Freut mich auf jeden Fall mega, dass wir wieder angeln sind. Und ja, mal gucken, was geht. Das weiß man ja vorher nie, ne? Wenn man so angeln geht, weiß man ja im Real Talk nie, was beißt. Das kennt ihr ja mittlerweile. Und das Einzige, was man tun kann, dass es beißt, ist die Routen gut legen und alles super nickel machen. Und Max? Jo, Freundchen. Bist du fit? Ja. Was machen wir jetzt? Gehen wir zum gemütlichen Teil des Abends über. Jetzt werden wir erstmal dekadent was speisen. Tisch raus, Stuhl raus, Schmaus raus. Und dann gibt's auch noch Fisch auf die Matte. Meister, jetzt wird mal hier richtig aufgetischt. Ich habe mich mal nicht lumpen lassen, war noch schnell bei unserem Italiener. Wie du siehst, gibt's hier zwei richtig geile Platten. Meinst du die da unten? Du Arsch. Meister. Da könnte man jetzt aber neidisch werden, Männer, oder? Da muss ich mal was gönnen. Guck dir das doch mal an. Und dazu gibt's gleich Lounge-Musik. Lounge-Musik. So, wollen wir mal schauen, was das Maxchen da geliefert hat. Wer zuverlässiger ist als ich. Und Karpfen oder Glattmann? Ich kann noch nichts sagen. Das
schlängelt sich. Wie angekündigt, der erste Wels ist da. Das erste Biest. Mhm. Oh, dem hat's geschmeckt. Hat er schon ein paar drin? Ja. Das ist genau das richtige Filet. Ach, den gibt's morgen Mittag. Die hat Freund schon in der Wut hier vor die Füße geschmissen. Nimm mal. Ist gerade voll gelaufen die ganze Zeit. Da muss irgendwas dran sein. Ja, ich habe heute Nacht da hinten im Stuhl Scheiß gehabt. Ich war so müde. Ich habe die Route gar nicht rausgefahren. Muss ich euch wieder auf ihren Platz bringen. Habe ich sie hier vor die Füße gependelt. Single Hook. Und jetzt hat sie eben gehupt, hat mich geweckt. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich weiß, was da dran hängt, aber ich glaube, das ist nichts Genaues. Irgendeine Brasse oder sowas. Weltmeister. Der zweite Welt. Alter, was ist das denn für ein... Ich gucke, guck dir das an. Hä? Der ist ja noch dünner als der von dir. Ja. Es wird immer wilder mit den Dingern, hä? Selbst der hat einen dicken Bauch. Was hat er denn gefressen? Der hat doch hier gar keine Bollis. Guck mal. Der ist prall. Was fressen die hier? Vielleicht Krebs oder irgendwas. Also irgendwas ist drin, was sie mögen. Tschö. Oh. So, Junker. Wollen wir mal einen Zander fangen, hä? Attacke. So, Männers, nee, also jetzt geht's weiter. Wir haben hier irgendwie so komische Bisse, also so Gefiedel, ne? Und Max und ich haben uns jetzt gedacht, was soll's, bevor wir hier den ganzen Tag nur in der Sonne rumhocken, können wir doch einfach mal Miniköder bauen. Ich habe da ja oft mit geangelt, ich habe gestern halt jetzt einfach mal überall einen 24er drauf und man will ja auch nicht gleich die erste Nacht nur mit Brassen konfrontiert werden, aber jetzt, da ja nicht so viel passiert, haben wir uns jetzt dazu entschieden, auf kleine Köder umzusteigen. Und ich mache das jetzt mal wie damals in Österreich und dann auch im Winter einfach mal hier
ein Dosenmais Edge und ein Dosenmais Pop-Up Edge. Lange, bisschen längeres Haar, 6er Häkchen. Geflecht vorne abgemacht, relativ weich. Und ja, das lege ich jetzt auf jeden Fall mal raus auf die Stelle, auf die eine da hinten, wo es auch immer mal rumgefiedelt hat. Ja, ne, mehr als eine Brasse oder ein Rotauge dran zu hängen, wird nicht passieren. Und da muss man halt nochmal die Rute neu machen. Aber naja, ich teste es jetzt mal, hänge das mal dran und dann schauen wir mal weiter. Junge, Junge. Alter, hier ist wie in der Sahara. Was lachst du denn da so? Da fällt dir nichts mehr ein, Junge, ey. Hier gehst du ja echt kaputt. Hier ist Game Over. Guck mal hier hin, ey. Du brauchst nur zu laufen und staubt schon. Boah. Der Todesstoß ist nicht mehr weit. Nee, das stimmt. Sengende Mittagshitze, kein Schatten, alles kacke. Oh Meister, so langsam ist kurz vor Exodus. Und alles nur für die Show, alle nur fürs Video. Die Zunge ist dick wie so eine Schuhsohle. Du kannst gar nicht genug trinken hier, alles ein Staub. Alter Schwede, ey. Die Sonne brennt vom Himmel. Sie hat uns das Gehirn ausgedörrt. Die Nase läuft vom Staub. Der Heuschnupfen quält. Es ist einfach nur trocken und Todesstoß. Oh. Warum tut man sich das immer wieder an? Könnte doch einfach im Schwimmbad sein. Abtauchen in die Kühle. In dieses Wasser hier kannst du nicht mehr reingehen. Weil die Baggern, da hast du so einen feinen Sand drin, da juckt dich die Pelle danach, da könntest du dir die Haut abziehen. Kannst dir nicht mal das Gesicht waschen. Es ist einfach die Hölle gerade. Steppen, Wüste, soweit das Auge reicht. Tod. Kurz vor Schluss. Kurz vor Game Over. Ich schwanke zurück unter den Schirm. Und setz mich in den Stuhl und vegetiere weiter vor mich hin. Geht bei dir noch was? Nix. Game over. Hä? So viel kann man ja gar nicht trinken, wie man hier rausschwitzt. Doch, du könntest dich auf die Liege legen, in den Schlafsack. Stimmt, ja. Da hast du mindestens 100 Grad. Ja. Die Wärme geht bis 0 Uhr heute Nacht nicht aus dem Schlafsack raus. Uah. Und der Staub im Auto. Zu Hause kannst du alles auskehren. Hier. Die Sonne brennt in die Tür. Mit dem Boot fahren? Weiß nicht. Oder Waller, hä? Nee.
doch was gebracht, die kleinen Köder dran zu machen. Soll ich glauben. Jungs, Mittagshitze hier. Zwei Dosenmais, wieder wie immer, ey, wie in Österreich. Ein Dosenmais-Edge und ein Dosenmais-Edge-Pop-Up am 6er Haken. Dauerton, da gehen sie dran. Hä? Mega geil, ey. Ich bin nur gespannt, was das ist. Nicht, dass es ein Glattmann ist. Hoffen wir mal nicht. War kein Kescher bereit hier, ne? Ich hol ihn dir. Ja, warte mal. Lass mal beiziehen, das Vieh. Ich glaube, das ist nicht der ultimative Riese, hä? Egal, der erste. Ja. Das Häuser braut sich. Naja. Wollt ihr mal wissen, hä? Nimmt der ja ganz gut Gas nochmal, hä? Da schnurrt die Rolle. Ja, so ist es manchmal, ne? Da denkt man, geht gar nichts und glüht da oben in der Sommerhitze und dann auf einmal beißt aus dem Nix. Wie du gesagt hast, ne? Vielleicht beißt ja mittags. Ja. Männers. Dosenmais Edge, ich liebe sie. Geht eigentlich immer irgendwas. Wie viel Fisch ich dieses Jahr mit den Dingern gefangen habe. Wo du schon denkst, dass nichts geht und dann, ich habe mich nicht getraut, sie dran zu machen, weil ich dachte, da fange ich nur Brassen hier oder irgendeinen Mist. Und siehst du, wie lange lag sie jetzt gleich? 3 Stunden, hä? Ja. Zack, voll Power. Jetzt muss es nur noch ein Karpfen sein und kein elender Smolinje. Weil das jetzt wieder, kommt der wieder so gut bei, weißt du? Aber wir haben es ja angesagt, ne? Hier gibt es halt einen Haufen Wälze und man kommt um die auch nicht drum rum so, ne? Immer. Weil das ist immer so typisch für Wälz, finde ich, dass die sich so gut beiholen lassen eine Zeit lang, weil sie keinen Widerstand haben und dann erwachen sie und nehmen wieder erstmal 20 Meter und werden wild. Aber so ist es, ne? Kann sich beim Angeln halt nicht aussuchen, was man fängt. Wunschkonzert gibt's keins. So, jetzt kommt die Schlagschnur. Da wacht das Biest wieder. Siehst du, wie sie schlängelt? Hä? Das ist kein Wels. Meinst du? Nee. Mal den Teufel an die Wand hier. Hier ist Kraut des Arsch, hä? In dem trüben Wasser sieht man es halt auch erst ganz zum Schluss, ne, was es ist. Ja. Karpfen. Ein Karpfen. Ein schöner Karpfen. Halt sack tief vom Ufer, ne? Geil. Na, da kommt er. Na ja, Spieglersche. Hä? Ist doch nicht schlecht. Ja, klar. Besser als mal nichts, ne? Ihr seht's, Männer. Braun kann auch mit dem eckigen Kescher. Ha! Du musst nur aufpassen, dass er nicht wieder rausschwimmt. Sonst werd ich noch geschimpft. Was hast du denn da für Scheiß? So, super. Nice.
Ein junger Fischofen. Wie sich das Ding reingezogen hat, Alter, ey. Die Edges lassen einen nicht im Stich. Oh, Meister, mir ist ganz duselig in der Mittagshitze. Aber es ist wieder, wie es ist, ne? Auf diese Edges, ich sag's immer wieder, ach, warum soll man es auch sagen? Guck mal, wenn die Leute immer wüssten, was wir für geile Sachen in solche Hakenköder reinmachen. Oder ich sag's ja extra, Angelköder, ne? Ist ja kein Futter, Angelköder, wo man mal einen mit reinfallen lassen kann. Ja, es läuft einfach drauf, ne? Die gehen einfach dran, das macht es am Ende aus. Können sich die anderen wieder hinstellen und sagen, ja, der Brauns mit seinen komischen Edges da, was ein Quatsch, ah, hier, dies, das. Digga, wenn du Ahnung hättest, würdest du so einen Quatsch nicht sagen. Mehr sage ich nicht. Ja, also der Mittags. In der Mittagszeit beißt jetzt auf einmal hier. Hat er mal geruckt, hä? War auch der kleine Köder, ne? Ja, ja. Hat er mal wie sie das Plateau runtergerollt? Nix mehr, hä? Ja. Kannst du leiern, hä? Der Turboprassen ist gehakt. Wenn man kleine Köder angelt, dann darf man wenigstens nicht noch den Teig und den Schmauder dazu machen im Sommer. Meinst du, alles weg? Die Prasse hat sich enthakt. Enthakt. Ah! Wie, du hast jetzt 2 Tassen Captain Cola getrunken? Du bist ein Arsch, Alter. Hä? Und dann hat's was gemacht? Ich bin am Pissen, guck aufs Wasser. Es gibt einen Schwall, meine Haarboje ist weg. Zeig mal wo, ich kann hier nicht filmen, du bist hier im Sonnenlicht. Also du hast jetzt eben gerade die Flasche Captain Cola geleert. Nein, ich wette. Dann bist du hier runter zum Pisse. Und dann hat's was gemacht. Schau aufs Wasser zu meiner Boje. Guck mal her, wir hören dich nicht. Schau aufs Wasser zu meiner Boje. Es gibt einen Schwall und die Boje ist weg. Wie? Ja, siehst du sie noch? Sie ist weg. Wer? Du Arsch, Alter. Was ist weg? Die Haarboje ist weg. Abgesoffen, das kann doch nicht sein. Bestimmt ist dieser scheiß Foxbiss-Anzeiger am Arsch und da hängt ein Fisch dran. Und ist schön die Boje reingeschwommen. Also du meinst, die Haarboje hast du eben noch gesehen? Es war ein Schwall und ich gucke hin und die Boje ist nicht mehr da. Wo soll sie denn sonst hin sein? Ja, indem du hier eben wo du hier stehst. Ja. Das kann doch nicht sein, dass du den ganzen Tag da oben hockst und es passiert es nicht und dann gehst du hier runter und dann passiert es. Ja, was ist denn jetzt? Ich geh jetzt mal meine Route und guck, was da los ist. Ja, und wo ist die Haarboje? Weg! Meinst du, die hat einen Wels gefressen? Hä? Da film doch mal dahin, die ist weg! Ja, wo meinst du, den Wels hat die jetzt geschnappt? Keine Ahnung. Und zieht sich das Blei rein. Hä? Vielleicht ist da wieder dieser blöde Foxbissanzeiger am Arsch und da hängt ein Fisch dran und hat sie weggezogen. Jetzt zieh doch mal da unten. Naja, Fakt ist, die Haarboje ist wirklich weg. Weg. Und der Bissanzeiger geht? Der geht, ja. Und die Haarboje ist weg? Ist weg, ja. Ich hab sie auch nicht mehr gesehen gerade. Und da hast du dir vorhin gekraust, wie du mit dem Boot herumgefahren bist. Nein! Ja, ich denke, du hast eben gesehen, wie es geplatscht hat. Ja, sicher, es hat geplatscht. Ich guck da hinten, die Boje ist nicht mehr da. Wo soll sie denn hin sein? Hast du die so, dass sie sich abwickeln kann? Ja. Dann muss sie ja wieder hochkommen, auch wenn sie verzogen wird. Also ich habe doch nicht deine Haarboje weggeschafft. Wo soll ich denn hinschaffen? Hä? Du meinst du, der Welt hat die... auf alle Ideen. Ja, Meister. Meinst du, der Welt hat sie gefressen? Ich weiß nicht, was mit dem Ding los ist. Auf jeden Fall ist sie weg, wie du siehst. Ja, ich habe sie auch nicht mehr gesehen. Was machen wir jetzt? Warten wir mal, ob es wieder hochkommt.
Ach, wir schmeißen einfach den Grill an. Boah. Das gibt einen Schmaus. Blitzbiss, Junge! Jetzt stürmen wir aber los, du. Endlich. Ist er dran? Klar hängt er dran. Das Moulinier. Nein. Kein Moulinier. Nein. Mitgeschwommen. Wie bei dir vorhin. Ja? Auch auf den Edge gebissen. Ja. 15er dicke Mittel und ein Dosen Mais Edge Pop-Up. Oha, neue Favorite hier. Naja, so wie die heute Morgen gesprungen sind, abnormal, muss das doch mal einer beißen jetzt, oder? So was habe ich echt noch nie erlebt. Da springt der eine nach dem anderen, aber keiner beißt. Da war zu viel Futter drin. Das wird jetzt weniger, jetzt wird es noch mal ein paar Mal hupen. Warte mal ab. Geld. Hä? Ich glaub schon. Nein. Karpfen? Ja. Happy Chip. Nice. Ein Fein. Endlich jetzt bei mir nach einem Wels gestern. Jetzt auch mal einen Karpfen. So kann es weitergehen. Meinst du, da geht noch was heute Nacht? Ja, ich denke schon. Wenn wir wieder... Ist relativ früh, ne? Oder? Ja, ja. Wenn wir nochmal geweckt, meinst du? Ja. Ich denke mal noch zwei Stück oder so. Echt? Ja. Zwei? Ja, klar. Du oder ich? Jeder eine. Super. Musst du neu montieren? Ja, neue Köder, das ist alles abgefallen. Was hast du denn drauf gehabt? Dickmittelboilie normal aus der Dutt? Ne, ein weitles Dickmittel, 15 mm und diesen... Dosen Mais Edge. Ja, genau. Ja, cool. Merkst du, traust du den kleinen Dinger nicht mehr über den Weg oder was? Ja, doch, aber ich will nicht gleich den Turbobrassen nochmal fangen. Ne? Ja. Deswegen machen wir jetzt einen 20er, ein weiteres dicken Mittel und einen Dosen Mais Edge. Muss ich mir noch von dir schnorren. Hier in der Heckklappe steht die Büchse. Perfekt. Bereit für dich, Schnorrer. Was meinst du? Bereit für dich, Schnorrer. Ja, Edge Schnorrer. Schnorrer. Ein Edge-Snorrer.
gut aus, Meister. Tippitoppi, ne? Wollen wir mal gucken, was der Meister hier veranstaltet. Nee, oder? Wieso nicht mehr da? Doch. Oh, zum Glück, Alter. Mal gucken, was der Meister hier veranstaltet. Das letzte Mal, Männer, dass sich der Vater von der Liege hebt. Danach kann er hier angeln bis am Moin und kann sie alle einsperren. Da schläft der Vater, weil es gibt immer nur selbe Trille, 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 Fisch im Kescher. Männer, ich sag euch, der Grund, warum der Herr Brauns dieses Jahr erst das zweite Mal Nachtangeln ist, ist einfach der, dass ich zu alt für die Scheiße bin. Da stehst du zweimal auf nachts und fängst so einen Aal und dann bist du moin so am Arsch, dass sich der ganze Tag nicht mehr lohnt. Deswegen gehe ich eigentlich immer nur noch moins raus. Früh am Moin bis um 11, halb 12 oder ist gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt schon wieder fertig. Wenn ich jetzt noch zweimal aufstehen muss heute Nacht, dann kann ich moin den ganzen Tag abhängen. Mit der Hitze noch. Komm her, mein Baby. Oh. Jawohl, ja. Schön. Freunde, so einen haben wir noch gebraucht. Was ist denn los, Meister? Jetzt übergebe ich dir mal den Kescher. Warum? Ich muss erst mal schnell wohin. Wieso? Was ist denn mit der, immer dasselbe mit euch? Immer auf einmal müssen sie... Der Kackstuhl oder was? Guck mal, es drückt Gas her. Ja, dann tu doch erstmal das Vieh in den Sack stecken. Ja. Der ist sauer. Der ist richtig sauer, ja. Boah. Auf Dickmittel ist immer wieder Verlass, ne? Definitiv, ja. War der 20er mit dem Edge, ne? Ja. Boah, was ein Kloß. Jawohl. So, ich sag's euch. Das ist mir echt nichts mehr mit dem Nachtangeln. Das können die jungen Leute machen, ich mach das nicht mehr. Bist du doch komplett am Arsch, Alter, wenn du da die ganze Zeit nur rumrennst wegen diesen Gummern. Oh, jetzt fangen die an zu beißen. Sollen sich das mal aufheben bis morgen früh. Hab keine Lust hier rumzumachen nachts. Der Gummer riecht zur später Stunde. Ja, ist doch egal, beißt, oder? Jetzt beißt auf jeden Fall. Ja. Die sehen aber auch aus, ob sie seit Jahren nichts gefressen haben. Ja. Jetzt melde ich mich mal hier. Die Eskalation geht weiter. Also, heute habe ich irgendwie die Glücksfee erwischt. Schaut mal da rein. Eben mein vierter Biss für heute Nacht. Ein richtig, richtig fetter Spiegler, ey. Boah. Also ich würde mal sagen, weit über 20 Kilo. So. Gebissen hat er wieder, ich kann es euch mal zeigen. Ein 20er Whiteless Dickenmittel. Mit einem Dosenmais Edges. Ganz normales Vorfach. Nichts Besonderes. Vierer Haken, Semi-Stiff, Safety Clip, alles easy. Kein Hexenwelken, kein Schnickschnack. Also, bis später, Freunde. Chaos, Brüder, ey.
Opa Hinkebein. Der Bruder Tack hat keine Rute mehr im Wasser. Hat's Angeln eingestellt, der Meister. Ich habe meinen Zoll erfüllt. Hast zwei Fetzische gefangen? Ja, ein sogar sehr hohe Fetzische. Ich hole auch irgendwann mal in meinem Bett. Das war ja echt heftig. Ich hätte keine Lust mehr. Aber gut. So, ich habe wieder so einen dünnen hier. So einen Aal. Wie es zuckt und ruckt. Und rumdumpelt. Guck ihn dir an, den Aal. Wo ist er? Der Aal will sich noch nicht ergeben. Oh. Komm, gleich schlitzt er noch aus, wenn er so rumzerrt hier. Eigentlich hebe ich meinen Kadaver und er 25 Kilo ungern von der Liege. Das habe ich heute nachgemerkt. Mach jetzt selber. Eier Meister, wie viel willst du denn da noch filmen nachts? Immer das Gleiche. Nachtangel ist nichts mehr. Ist es auch nicht mehr. Ich bin ehrlich, Meister, ich mach das nicht mehr. Ich gehe nachts nicht mehr angeln. Fertig. Ich seit 2 Jahren schon macht mich das fertig. Ich bin heute den ganzen Tag kaputt. Komm mal in mein Alter. Ja. Ich habe da früher auch drüber gelacht, wo der Franz Heuer gesagt hat, Jana, ja, ja, sensationell, mit der Nachtangelei, das mache ich mir nicht, das tue ich mir nicht an. Ich sag, ja, warum, ist doch geil, wenn wir abends rausgehen, schön morgens reinschlafen, ja, ja, dann muss ich 3-mal nachts raus und so ein aaliges Ding abhängen und dann bin ich den ganzen Tag kaputt und kann mich gar nicht um meinen Garten kümmern. Und Andrea will was mit mir machen und ich bin dann müde. Das mache ich nicht. Da gehe ich lieber morgens um 5 raus. Dann habe ich noch was vom Tag. Recht hat er. Chapeau. Habe ich auch gemerkt. Ich habe dieses Jahr keine einzige Nacht gemacht bei uns am See. Ich bin immer nur morgens um 8 erst oder um 7 raus. Bis um 11:30, wenn es heiß wurde. Habe ich genauso viele Fische gefangen, wie wenn ich die ganze Nacht da rumgesessen hätte. Und war nicht einmal kaputt. Guck, heute bin ich wieder kaputt, weil ich 3-mal nachts geweckt wurde von deinem Gedüdel da. Ja, das ist so. Ich meine, wenn du so in Frankreich rumhängst 2 Wochen wie so ein Penner, weißt du, dann kannst du das ja machen. Das ist ja alles egal, da verlotterst du ja auch. Da geht's ja alles durcheinander. Stehst du, ist ja scheißegal. Kannst du morgens da ausschlafen oder Mittagsschlaf halten, wenn du da im Wald rumhängst. Aber so als normaler Bürger, weißt du, der mittags noch ein Kind vom Kindergarten abholt und Fahrrad fahren muss, bist du doch Game Over, wenn du da die Nacht rumgeangelt hast und 5 so Gummern abgedreht hast. Und dann rumgeschleppt in den Karpfensack und so Sachen. Noch Auslöserbilder morgens, noch das Gehause da stundenlang. Alles nass und schleimig. Guck mal da an, hier die Kröte. Hallo Kröte, ich grüß dich. Ist jetzt mal gut oder brauchst du noch eine extra Einladung für den Kescher? Bist aber ausgedrillt, ne? Komm, schwimm rein. Ja, gefangen. Oh, ich sag lieber nix. Ich wollte mich gerade freuen, extra laut. So, jetzt gehe ich wieder ins Bett. Hübsches Teil. Bauchig. Klein und bauchig. Wem hat's geschmeckt? Schmeckt's immer wieder.
Boah. Mega Teil. Hat jetzt den Brassen gefangen. Da ist jetzt der Brassen dran. Hängt er ran? Hä? Oh. Brassen. 100%, das ist ein Brassen. Dran. Kein Brassen. Hä? Kein Brassen. Nee, gell? Er ist nur runtergeschwommen. Ein Edge, ein so ein Pop-Up. Geht immer wieder. Sechser Häkchen, keine Bräse. Nur Karpfen bis jetzt. Man muss auch mal eine Brasse fangen irgendwann, ne? Ist halt so im Leben. Hier habe ich mir auch ein Eigentor geschossen. Teflon-Bremsscheiben reingemacht. Seitdem ist die Bremse versaut. Echt? Entweder ist er offen oder zu. Guck mal, einer weiter, schon fast zu fest. Das funktioniert schon, aber ist nicht besser als vorher. Ist nur Geldverschwendung und unnötiger Mist. Was ist denn der Unkerich? Da kommt er. Spiegler. Dicker Spiegler. Ja? Naja, geht, oder? Ah doch, ganz gut, ne? Nee. Normaler Fisch. Der Kugelblitz. Ja, hat aber mal Kraft jetzt hier vorne, ne? Gib dir nochmal ordentlich Kette, du. Ja. Er will nicht aufgeben, ne? Denkst du noch, du hast den Turbobrassen gehakt? Erst, ja. Gell, Fall. So komisches Geflügel war das aber beim Biss, ne? Ja. Thank you.
Abgeschöpft. Abgeschöpft, Junker. Ein Schöne. Schöne, hä? Geiler Fisch, hä? Mega, ey. Ja, Männers, da ist das Video doch noch was geworden, oder? So ein bisschen haben wir ja was zusammengekleistert hier. Jeder ein Fettsicher gefangen. Du zwei, ich ein. Besser als nichts bei dem Wetter. Na, die Sonne brennt schon wieder, wir sind schon wieder hier die Grillbrüder. Wir werden im wahrsten Sinne des Wortes gegrillt. Und der einzigste Schattenfleck, den wir hier weit und breit haben, ist nicht da hinten der Wald, weil hier hinten geht es direkt senkrecht der Hang runter, sondern unter der Heckklappe vom VW-Bus, wie die Obdachlosen. Und oben auf die Scheibe haben wir noch einen Karpfensack gelegt. Haben wir noch eine Floating-Matte gelegt, dass die Sonne nicht so durchbrutzelt. Ja, gleich kommt die Sonne rum, dann wird uns auch diese Heckklappe keinen Schatten mehr spenden. Ja, man kann sich's eigentlich auch besser besorgen, ne? Von nichts kommt nichts. Alles für euch, dass ihr ein schönes Video bekommt. Dafür lassen wir uns hier grillen. Männer, Freunde, Frauen und sonstige fertige Leute. Ich hoffe, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls nicht, ist es euer Problem. Definitiv. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Wenn ihr das nicht macht, lasst es auch bleiben. Ich fall gleich tot um. So, wir sehen uns zurück auf diesem Kanal zu irgendwann auf einem weiteren Video. In diesem Sinne, Max, wie hat es dir gefallen? War mega geil, oder? Schwer angefangen, aber richtig heftig aufgehört. Genau, ein paar Dicke haben wir gefangen. Ich denke, es wird ein geiles Video. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. Tschaikowski. Super. Da ist er. Ciao.